Es geht hier um Quarzhandschuhe. Die Wirkung von Quarzhandschuhen ist ähnlich wie die eines Schlagringes. Sie verstärken den Schlag und führen zu schweren Verletzungen. Laut einer Erhebung der Gewerkschaft der Polizei werden Quarzhandschuhe von rund der Hälfte der Bereitschaftspolizisten verwendet, obwohl deren Einsatz verboten ist. Dazu gesellt sich dann noch der Teleskopschlagstock. Im Unterschied zu normalen Schlagstöcken sind Teleskopschlagstöcke bis zu 1 Meter lang, erfassen einen größeren Bereich und können daher nur unkontrolliert eingesetzt werden. Eine Herstellerfirma bewirbt die Folgen. Schlägen gegen den Kopf können nicht nur schwere... Schläge gegen den Kopf können nicht nur schwere Schädelfrakturen nach sich ziehen, sondern auch subdurale Hämatome und schwere Hirnverletzungen zur Folge haben. Ja, es ist mal so eine kleine Empfehlung, wenn man sich mal die Ausstatter und Ausrüster von Polizei und Bundesgrenzschutz anschaut, die haben ja auch alle Webseiten, da werden die Vorzüge ihrer Produkte gepriesen. Das hört sich dann allerdings, wenn sie als Ausrüstung für die Polizei angeschafft werden, immer ganz anders an, als die Hochglanzbroschüren der Mittel, die da hergestellt werden.